Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Channel. Heute dreht sich alles um dieses gute Stück hier von GHD, der GHD Glide. Und ja, ich werde euch dazu ein bisschen was erzählen. Ich habe mir das Produkt natürlich auch wieder selbst gekauft bzw. geschenkt bekommen von meinem Vater. Und ja, kann euch deswegen natürlich auch wieder eine ganz eigene Meinung geben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe mir damals den GHD Glide von meinem Vater gewünscht, als er mal gefragt hatte, was er mir Gutes tun kann, da ich selber kein Fan von Glätteisen bin, aber meine Haare manchmal, an manchen Tagen halt wirklich, ich weiß nicht, ob man es jetzt heute ein bisschen sieht, so richtig doof gewellt sind. Und manchmal stört mich das halt einfach. Ich bin sonst niemand, ich schminke mich nie. Ich bin niemand, der jetzt so krass aufs Äußere achtet, aber manchmal stört es halt einen einfach. Und ja, ich habe, wie gesagt, noch nie bisher gute Erfahrungen mit dem Glätteisen gemacht. Und ja, GHD ist natürlich bekannt dafür, sehr, sehr gute Sachen herzustellen und ja, auch sehr teure. Und ich war dann so ein bisschen, okay, ein Glätteisen willst du nicht, was hat denn GHD sonst noch? Und ja, da bin ich dann halt auf diese Bürste gekommen. Wo man dann halt, hier sind sozusagen die Haltstäbe und man würde dann einfach ansetzen, durchfahren und dann würde das halt geglättet werden. Und ja, ich habe dann halt gedacht, okay, probierst du das mal aus, wünschst du dir das mal und ich habe es mir gewünscht und auch bekommen. Und ich glaube, der Preis lag bei 129 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es natürlich bei diesem Gerät jetzt so, wenn ihr normales GHD-Glätteisen kennt, sind die ja auch verstellbar so in Bezug auf Hitze. Hier ist es nicht der Fall. Ihr habt hier nur diesen einen Knopf und den drückt ihr und dann piept es einmal. Und wenn es fertig aufgehitzt ist, dann piept es noch einmal und dann könnt ihr es benutzen. Wichtig ist natürlich auch hier, auch wenn es ein GHD ist, Hitzeschutz, ne? Klar. Ihr arbeitet mit Hitze und ich glaube, das sind 180 Grad oder 210. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ganz einfach, ne? Ihr habt hier ein echt schönes langes Kabel. Das muss man mal wirklich dazu sagen. Ja, einfach einstecken und dann könnt ihr halt loslegen, wenn es gepiept hat. Und die Handhabung, wie gesagt, ist einfach super einfach. Ran und durchziehen und dann ist es eigentlich auch schon glatt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Natürlich nicht, wenn ihr sehr, sehr kurzes Haar habt, irgendwie am Kopf. Also ich hatte ja meinen Pony und da ist es halt wirklich, also es funktioniert irgendwie gar nicht, weil ihr halt nicht wie beim Glätteisen etwas einklemmt. Ihr fahrt ja nur so durch. Also wenn ihr zu nah am Kopf seid und sehr kurzes Haar habt, ist es auf jeden Fall nichts für euch. Oder halt irgendwie ein Pony oder so, dann würde ich euch ein Glätteisen empfehlen, weil ihr klemmt halt nichts ein. Ihr seid halt darauf angewiesen, dass ein bisschen Haar da ist. Aber ich muss wirklich sonst sagen, ist das ein super Gerät. Also das hält Ewigkeiten. Ich glaube, es ist natürlich auch von Haar zu Haar unterschiedlich. Aber es ist super einfach zu handhaben, super einfach zu reinigen, funktioniert tadellos. Und ich würde schon sagen, dass das sein Geld auf jeden Fall wert ist. Falls ihr also für eure Haare, also ich würde so absagen von hier bis hier, wenn ihr euch da halt etwas suchen wollt, was halt irgendwie so, ja, den Kram hier mal so glätten würde, so wie es für mich jetzt gerade nicht geglättet ist, dann kann ich euch das Ding auf jeden Fall empfehlen. Für kurze Haare oder Pony oder so, lasst die Finger davon, das ist dann halt einfach gar nichts für euch. Aber das hier ist, wie gesagt, super einfach, gleichzeitig mit dem Durchkämmen, weil es ja eine Bürste ist, also ist wirklich super, muss ich wirklich sagen. Ist auch nicht zu heiß, wenn ihr da doch irgendwie am Kopf rankommt, weil hier unten, also an den Nopsen sind immer so Hitzeschutzdinger. Also muss man wirklich sagen, da hat GHD sich wirklich was Gutes ausgedacht und ich bin auf jeden Fall happy, dass ich das Ding habe. Wie gesagt, oft verwende ich es halt nicht, weil ich einfach nicht so der Typ bin, aber wenn ich mich mal schick mache, wie ich letztens auch schon gesagt habe bei dem Make-up-Video, dann mache ich auch die Haare und dann sieht es auch alles ganz, ganz schick aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht habt mit dem GHD Glide, schreibt das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare und abonniert mich hier und auf Instagram
Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn. Ciao, ciao.